Jane Gardam, Robinsons Tochter. Eigentlich hat sich Jane Gardam mit ihrer Trilogie um Old Phils schon ganz tief in mein Herz hineingeschrieben. Immer wieder großartig zu lesen und kongenial übersetzt von Isabel Bogdan, der Hamburger Übersetzerin. Mit Polly Flint, einem Buch, was 1985 entstanden ist, hat sie das aber nochmal getoppt. Polly Flint reiht sich mühelos in die Reihe der klugen und gewitzten Heldinnen der englischsprachigen Literatur ein. Sie steht in einer Reihe für mich neben Jane Eyre und Elizabeth Bennet. Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen, die ihren eigenen Weg gehen. 1904 wird sie als Waisenkind bei ihren ältlichen Tanten im abgelegenen Marschland abgegeben. Schulbildung bleibt ihr verwehrt und mögliche potenzielle Heiratskandidaten finden den Weg in diese abgelegene und menschenfeindliche Gegend überhaupt nicht. Und so wächst sie heran zu einer Frau mit unabhängigem Geist und einem rebellischen Wesen. Und ihr großes literarisches Vorbild ist Robinson Crusoe. Liest sie mindestens einmal im Jahr und dessen Unerschütterlichkeit und Gottvertrauen ist ihr Leitbild und Leitstern. Ich habe Polly Flint durch fast ein Jahrhundert begleitet. Sie und ihre exzentrischen Weggefährten bei Tea-Time, Krisen begleitet, ihre Kontenance bewundert und ihre Standfestigkeit. Ein wunderbares Buch, von dem Jane Gardam selbst gesagt hat, dass sie hierin alles gesagt hat, alles geschrieben hat, was es zu sagen gab. Ich finde es wunderbar, dass es dabei nicht geblieben ist, aber wenn es so wäre, wäre es auch gut. Für dieses Buch ist einfach toll.